Ja, guten Tag, mein Name ist Elmar Eperisi-Beck. Ich bin CEO des deutschen IT-Sicherheitsunternehmens Eperi und wir sichern die Cloud. Das, was wir als Neues sehen, ist, dass unsere Produkte zusammenwachsen, das Eperi Gateway. Ich hatte in den letzten Interviews die Gelegenheit, etwas zum Thema Datenbankverschlüsselung mit unserem Produkt zu erzählen. Ich hatte die Gelegenheit, etwas zum Thema Anwendungsdatenverschlüsselung zu erzählen. Es gibt natürlich noch weitere Themen, wie auch XML-Datenverschlüsselung, SOAP-Sicherheit und all diese Dinge. Das sind alles Einzelprodukte gewesen, die jetzt in ein gemeinsames Produkt münden, das Eperi Gateway. Und das bietet wiederum den Vorteil, dass wir auch gerade in den extrem komplexen Umgebungen, die gerade eben entstehen und eingesetzt werden und von Kunden nachgefragt werden, auch eingesetzt werden können. Also hier ganz exemplarisch das Thema Office 365. Wir sind in der Lage, Office 365 Daten zu verschlüsseln, bevor sie in der Cloud verarbeitet werden, bevor sie dort gespeichert und verarbeitet werden. Das gilt für E-Mails, genauso wie für Aufgaben, Kalendereinträge, all diese Dinge. Und da das Gateway selbst beim Kunden laufen kann, also direkt im Unternehmen betrieben wird, werden alle sensitiven Daten, die das Unternehmen verlassen, vorher verschlüsselt, und damit hat auch kein Cloud-Administrator, kein Administrationsinterface, über die heute eben der Datenzugriff möglich ist, noch Zugriff auf die sensitiven Unternehmensdaten. Die sind vollständig geschützt, und da kommt uns natürlich auch ein Riesenvorteil zugute. Wir sind ein rein deutsches Unternehmen, unterliegen damit also nicht der amerikanischen Rechtsprechung, Patriot Act und genau diesen Themen, und haben damit gerade im Umfeld auch von Safe Harbor ein ganz, ganz großes rechtlichen Vorteil, den unsere Kunden damit auch nutzen. Die weiteren Vorteile unserer Lösung sind auch weiterhin bestehen geblieben. Natürlich, die Anwendungen müssen nicht verändert werden, bestehende Administrationsprozesse müssen nicht geändert werden. Kunden, Benutzer müssen sich nicht ändern von der Nutzung her. Office 365 wiederum als Beispiel funktioniert so wie gewohnt, so wie vorher auch. Selbst eine Suchfunktionalität ist vollständig möglich und erhalten geblieben. Das heißt, für die Anwender ändert sich nichts, aber die Daten sind eben komplett sicher verschlüsselt mit einer Verschlüsselung, die entsprechend als Open Source Basis veröffentlicht ist auf unserer Webseite, vom BSI geprüft wurde, als Gemeinschaftsentwicklung mit dem BSI erstellt wurde. Und damit haben wir natürlich einen Vorteil, den wir seit 12 Jahren nutzen. Mehrere hundert Kunden nutzen unsere Lösung und sind dort auf die Sicherheit von Eperi mitgekommen, nutzen diesen Vorteil, und damit ist die sichere Cloud möglich. Denn wichtig ist eben, dass der Kunde selbst den Schlüssel hat. Stichwort Datenhoheit, die eben durch unser Produkt auch ermöglicht wird. Denn derjenige, der den Schlüssel hat, der hat Zugriff auf die Daten. Und wir sorgen dafür, dass nur der Kunde den Schlüssel hat und eben niemand anders. Ganz klar, immer mit der Prämisse, niemand kann verhindern, dass auf Daten zugegriffen wird. Das Eperi Gateway kann aber verhindern, dass jemand etwas mit diesen Daten anfangen kann. Denn die Daten sind verschlüsselt. Und damit die sichere Cloud.